gehen die dort herum. Thank you.
darf nicht sterben. Hören Sie? Porsche.
Haben Sie gehört? Ja, das Kind. Das Kind? Ja, ja, das Kind. Es ist kein Kind hier. Gibt es weder Kinder noch Hunde? Nicht? Nein. Gute Nacht. Gute Nacht. Sie nicht schlafen, bevor der Arzt kommt. Thank you.
ist denn? Hast du sie ermorden? Von der anderen Seite. Schan, mach Licht in der Bibliothek. Und du, bleib du bei Giselle, hörst du? Sie nicht bei uns bleiben. Thank you.
wird er hin? Zur Polizei. Thank you.
könnte ich doch sterben. Nein, Leon. Ich weiß. Ich bin verloren. Ich bin verdammt. Ich glaube, sie stirbt. Hat nicht jemand geschrien? Hören Sie, der Wagen ist zurück. Sie schläft. Gottes Willen. Ist denn das? Sehen Sie? Blut. Thank you.
Doktor. Guten Abend. Na, wie geht's dir denn? Sehr schlecht. Wieso denn? Man hat sie park gefunden. Na, gehen wir. Sie hat wieder so eine Wunde am Hals. Na, wir werden ja sehen. Es geht sehr schlecht. Puls? Schwach. Könnte man sie nicht retten? Vielleicht. Sie braucht aber Blut. Wollen Sie Ihr Blut dazu hergeben? Kommen Sie, junger Mann. Ich werde Sie zur Ader lassen. Warum kommt der Arzt immer weit nach? Kommen Sie mal her. Sie können
schlafen gehen. Hm? Haben Sie nicht gehört? Herr Doktor! Was denn los? Ich verliere ja mein Blut. Unsinn! Ihr Blut ist doch hier! Kommen Sie! Schnell! Es geschieht etwas Furchtbares! Kommen Sie! Schnell!
gratia fore propitium, et merite jus santissime passione. Schwester. Ich habe Angst zu sterben. Ich bin verdammt. Mein Gott, mein Gott. Et merite jus santissime passione, et intercessione, et omnium sanctuum, de vitam aeternam consecutuum. Schwester, sie darf nicht sterben. Sie muss bis zum Sonnenaufgang am Leben bleiben. Hören Sie. Thank you.
Wille ist frei. Sie sind hier. Dann machen Sie doch bitte auf. Hören Sie nicht? Hören Sie doch!